Hallo Leute, Takeo hier. Teil 8 von Saisons der Drachen ist hier und führt uns zurück zum Doriksee mit Episode 4, der Kopf der Schlange der dritten Staffel von Guild Wars 2. Alle, die im Besitz des Addons Heart of Thorns sind, können sich also diesen Erfolgen widmen. Als erstes gibt es wieder zwei Rückkehr zu Story-Erfolge, für die ihr lediglich die Geschichte spielen oder den entsprechenden Story-Abschnitt wiederholen müsst. Für das Ende des Beichtvaters müsst ihr im Süden den Abschnitt Herrenhaus Beetlestone wiederholen, also hier sind die Namen wieder etwas irreführend. Dann haben wir auch wieder die klassischen drei Ressourcensammelerfolge, Ernteeinbringer, Forstarbeit und Erzbergarbeiter, für die wir 15 Pflanzen, 30 Hölzer und 30 Erze im Doriksee abbauen müssen. Viele Ressourcen könnt ihr nördlich im Wald bei den Erntekaskaden finden und wenn ihr dort anfangt und nach Süden loszieht, dann werdet ihr sicher schnell alle Ressourcen gesammelt haben. Einsatz vor Ort Doriksee könnt ihr wieder abschließen, wenn ihr 15 Events im Doriksee beendet. Diese findet ihr im Prinzip auch überall auf der Karte, was also auch kein Problem sein sollte. Gefühlt sind aber im nördlichen Teil der Karte wieder häufiger Events aktiv. Für Rache des Hohen Weisen müsst ihr den Hohen Weisen der Harati besiegen. Dieser Zentauren-Schamane ist in einem 90-minütigen Rhythmus beim gefallenen Wachturm in den Wachturmklippen zu finden, welcher startet, nachdem der vorherige Hohe Weise besiegt wurde. Aktuell kann es aber auch sein, dass das Event leider etwas buggy ist und der Bosskampf nicht triggert, deswegen solltet ihr am besten über die LFG-Funktion einfach nach dem Doriksee filtern und dort schauen, ob der Weise, auf Englisch Sage, gerade aktiv ist. Dann lediglich dem Einsatztrupp oder der Gruppe beitreten, per Rechtsklick auf die Karte des Kommandeurs wechseln und den Boss sowie den Erdelementar besiegen und schon habt ihr den Erfolg. Den Erfolg erneuter Besuch im verborgenen Hain bekommt ihr, wenn ihr diesen kleinen Pfad im Norden folgt und mit dem Bewacher der Natur beim großen Pfirsichbaum interagiert. Dieser gibt euch einen magiedurchdrungenen Pfirsich, den ihr für diesen Erfolg einfach nur einmal per Doppelklick im Inventar essen müsst. Und zu guter Letzt müssen wir noch das Jumping-Puzzle auf dieser Karte abschließen. Aber keine Sorge, es ist nicht so lange wie die vorherigen Jumping-Puzzles, wie jetzt zum Beispiel in der Silberwüste oder auf der Glutbucht, und es ist auch wesentlich einfacher. Beginnt dafür bei Norans Heimstatt in den Erntekaskaden im Norden der Karte, nachdem ihr das Herz durch die Aufgaben im Wald gefüllt habt. Dann werdet ihr bei Noran für 0 Karma seinen Schlüssel für die geheime Truhe kaufen können, welche euch Zugang zu dem Jumping Puzzle verschafft. Lauft anschließend in seine Hütte, nehmt den Weg runter zu seinem Keller und interagiert dann mit den Kisten zu eurer Rechten, die euch nun durch den Schlüssel Zugang zum Jumping Puzzle gewähren. Hier geht es dann auch gleich los und ihr müsst aufpassen, denn das Jumping Puzzle ist mit Fallen gespickt. Zu eurer Rechten könnt ihr gleich eine kleine quadratische Felsformation mit entsprechenden quadratischen Löchern sehen und das sind die Fallen, von denen ihr euch erst einmal in Acht nehmen solltet. Aus diesen Feldern werden nämlich Speere herausschießen, welche euch natürlich verletzen und mit Blutung und Verkrüppelung versehen. Das ist jetzt nicht sofort tödlich, aber ihr solltet nicht mehrere dieser Fallen hintereinander abkriegen. Bleibt also ganz links und lauft nach vorne, dann werdet ihr vor euch im Boden ebenfalls eine dieser Platten sehen und könnt dann einfach drüber hinweg dodgen. Dann ein paar Schritte weiter und dasselbe Spiel nochmal. Diesmal müsst ihr euch aber rechts halten, da eine Falle direkt links von euch in der Wand platziert wurde. Und am Ende angekommen, wird dann ein Balken versuchen, euch in die Fallen unter euch zu stoßen. Wartet einfach, bis dieser wieder hochgezogen wird und lauft dann weiter. Haltet euch hier auch wieder rechts und weicht dann den Fallen aus. Lauft den Weg nach oben, bleibt weiterhin rechts, wo ihr dann wieder diese Fallen im Boden sehen könnt. Achtet auch hier auf jeden Fall auf euer Energiemanagement und lauft in einer großen Kurve nach rechts, damit ihr nicht so wie ich hier von dieser Falle getroffen werdet. Dann geht es weiter nach unten durch den kleinen Gang zu den Feuerfallen. Weicht hier beim Durchgehen aber auch nochmal aus, da zu beiden Seiten die Speerfallen platziert wurden.
Im Feuergang könnt ihr euch wieder rechts halten und euch immer wieder, wenn das Feuer aufhört, in die kleinen Bereiche begeben, die sicher sind. Nun werdet ihr über eine kleine Holzbrücke laufen müssen und auch hier oben sind wieder Balken platziert, die euch runterstoßen werden. Mit dem Segen Eile könnt ihr, sobald der Balken direkt vor euch wieder hochgezogen wird, einmal schnell den Weg entlang laufen und mit einer Rolle am Ende dann in den nächsten Bereich springen. Hier kann manchmal eine Veteran-Höhlenspinne auf euch warten, die ihr dann erst einmal besiegen solltet. Ihr findet auch eine kleine Truhe, die euch beim Looten das Item Schlüsselöl Norans gibt, welches ihr doppelklicken könnt, um mit Norans Schlüssel einen geölten Truhenschlüssel herzustellen, um die Truhe dann am Ende des Jumping Puzzles öffnen zu können. Lauft nun den Weg nach unten und statt Feuer müsst ihr nun an den Dampffallen vorbei. Das funktioniert aber mit Ausweichrollen auch ganz gut. Wenn ihr dann am Durchgang angekommen seid, lauft geradewegs an den ganzen Spinnennetzen und Eiern vorbei und springt beim Wasser dann auf die kleinen Säulen. Auch hier könnt ihr euch wieder rechts halten und von Plattform zu Plattform gleiten. Nun geht es nach rechts an den Felsen vorbei, die von der Decke auf euch herabstürzen, und ab hier werdet ihr wieder eure Reittiere nutzen können. Deswegen ist es sehr praktisch, hier mit der Himmelsschuppe zum Beispiel einfach drüber hinweg zu fliegen. Ansonsten funktioniert die Kombination mit Eile und Ausweichrolle aber auch sehr gut, wenn ihr euch einfach nur links haltet. Am Ende beim Portal werdet ihr dann den Erfolg bekommen. Habt ihr mit dem Schlüsselöl und dem Schlüssel von Anfang an dann einen geölten Truhenschlüssel hergestellt, so könnt ihr diese Truhe dann auch noch öffnen. Und damit wären wir mit dem achten Teil fertig, noch zwei weitere und wir haben uns den Precursor für eine legendäre End of Dragons Waffe verdient. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut. Ciao.